Leute! Der Dartsack von Schalk, den Kumpel, ist hier und ich spiele heute ein neues Spiel, das nennt sich Tory Bash. Every Move Counts. Und wie man im Hintergrund schon sehen kann, das ist ein Kampfspiel, und in dem man wirklich volle Kontrolle über den Charakter hat. Und ich rufe jetzt einfach mal Fight School. Und ich hab's Tutorial schon mal durchgemacht, aber ich mach's jetzt einfach nochmal, um zu zeigen, wie es geht. Basic Training Tutorial. Ist für euch schon zum Pass. Oh Gott! Press C to hold all your joints. Then click. Extending. Ouch! Oh! Also ja, das... Oh, holy... Au, das wird wehtun. Und Bastard! And release both hands. Okay. Das Dumme ist, bei den Händen ist es ein bisschen schwierig. Oh Gott, voll der Kopf ab. Ja, und ich denke, jo. Ja, jetzt kann ich einfach mal probieren, was... wie bekämpfe ich den Kerl? Ich kann springen, nur das Dumme ist... Extending... Contracting... Relaxing... Contracting hat den gleichen Effekt, glaube ich. Okay, den jetzt... Nee, wenn ich... Ich müsste den... Lowering... Holding... Nee, ich muss es anders machen. Jetzt ist es da! Aus. Holding, die tue ich holden. Also hier ist nochmal das Ding. Na, hier ist der dritte, habe ich getroffen. Und ich habe gewonnen. We'll be right back.
Ja, Leute, das war mein Gameplay von Tory Bash. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt in die Kommentare bitte, ob ihr wollt, dass ich das nochmal spiele. Und ja, ich denke, damit war es das mit diesem Video. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Besonders zu sein, eigentlich nur gespielt war und so ein Standardsatz war, wird böse auf ihn. Und so beginnt der Kampf gegen Spider-Man und der Hass, den ihn damit verbindet. Der dritte Strang ist die typische Love Story Peter Gwen. Wir kennen sie ja jetzt schon seit